wenn ich die Leute sehe, die glauben, dass sie mit Haschisch rauchen die Welt verändern können, die tun mir einfach leid. Zu dieser Erkenntnis kam der 22-jährige Werner Hoppe am Ende einer jahrelangen Drogenabhängigkeit. Als er noch zur Schule ging, wollte der überdurchschnittlich begabte Arbeitersohn gern das Abitur machen. Sein Vater verweigerte ihm diesen Wunsch mit der Begründung, er sei ein einfacher Arbeiter und könne es sich finanziell nicht leisten. Ohne bestimmte Berufsvorstellungen begann er dann eine Lehre als Schiffsmakler. Enttäuscht suchte er Kontakt zu Gleichaltrigen in der Drogenszene. 1970-71, während der Dreharbeiten zu einem Bericht über Drogenabhängige, befreundete er sich mit den Filmemachern vom NDR und bekam durch sie einen Vertrag als Aufnahmeleiterpraktikant. Hoppe fühlte sich in seinem neuen Beruf wohl und war voller Zuversicht. In dieser Zeit lernte er Petra Schelm kennen. Welche Bedeutung sie für Werner Hoppe damals hatte, wo und durch wen sie kennenlernte, wusste keiner seiner Freunde. Als im Juli 1971 in Hamburg eine Großfahndung gegen die Baader-Meinhof-Gruppe lief, gerieten Petra Schelm, die zur Roten Armee-Fraktion gehörte, und ihr Begleiter Werner Hoppe in eine Kontrolle und flohen. Bei der anschließenden Schießerei mit der Polizei wurde Petra Schelm getötet, Werner Hoppe festgenommen. Wie viele Schüsse er vor seiner Festnahme abgegeben hatte, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Es gibt Vermutungen, dass er seine Freundin Petra Schelm schützen wollte und dabei die Nerven verlor. Als dann bekannt wurde, dass er verhaftet worden ist und unter dem Verdacht stand oder unter der Anklage dann stand, mit Terroristen zusammen gewesen und gearbeitet zu haben, war das für mich eine, was völlig Unbegreifliches, eine Sache, mit der ich gar nichts anfangen konnte. Sicher, Werner Hoppe war kein unpolitischer Mensch, überhaupt nicht. Aber er war völlig normal, wie wir alle, und dachte, wie wir alle. Wenigstens hatte ich immer so den Eindruck. Und deswegen kam das also völlig überraschend und schien völlig absurd. Und ich konnte das überhaupt nicht begreifen. Und die anderen, die ihn auch kannten und mit ihm zusammen gewesen waren, auch nicht. Als Hoppe 1971 verhaftet wurde, bestand die Baader-Meinhof-Gruppe seit knapp einem Jahr. Sie war im August 1970 nach der Befreiung des Kaufhausbrandstifters Andreas Bader entstanden. Als der Prozess gegen Hoppe 1972, ein Jahr nach der Verhaftung, begann, lebte die Bundesrepublik unter dem Eindruck von Terroranschlägen. Unschuldige starben. Das Gerichtsgebäude glich einer Festung. Die Verteidiger wurden als Mithelfer diffamiert, Werner Hoppe als Terrorist behandelt, obgleich er in der Anklageschrift nicht zur kriminellen Vereinigung der Baader-Meinhof gezählt wurde. In diesem politischen Klima hatte Werner Hoppe keine Chance. Der Staatsanwalt forderte 6 Jahre. Das Gericht verurteilte Hoppe zu 10 Jahren. Dabei hob der Richter noch hervor, dass beim Strafmaß die Jugend des Täters mildernd berücksichtigt worden sei. Im Zweifel gegen den Angeklagten. So kommentierten einige Zeitungen dieses Urteil. Über 7 Jahre sitzt Werner Hoppe seither in Isolation, wie die anderen politisch motivierten Täter auch. In dieser ihm feindlich gesinnten Umwelt solidarisierte er sich vollends mit der Baader-Meinhof-Gruppe. Er übernahm ihre Thesen vom antiimperialistischen Befreiungskampf und lehnte sich durch mehrere Hungerstreiks gegen seine Klassenfeinde auf. Mit dieser Haltung gelangte er in den harten Kern der RAF. Nach Entebbe, Stockholm und der Schleierentführung stand sein Name auf der Liste der Freizupressenden. Als man den Versuch machte, durch Zusammenlegung der RAF die Isolation aufzulockern, kam auch Hoppe vorübergehend nach Stammheim. Dieses Experiment scheiterte, weil die Justiz es nur halbherzig unterstützte, die Legende von Kriegsgefangenen fürchtete. Aber es gab sehr schnell Bambule und Hoppe musste zurück nach Hamburg. Dort beendete er seinen letzten Hungerstreik im April 1978. Seit 4 Monaten gleicht nun auch die Intensivstation des Allgemeinen Krankenhauses Altona einer Festung. Hoppe wurde im September dort eingeliefert, weil er sich in einer lebensgefährlichen psychosomatischen Krisensituation befand. Sein Anwalt stellte einen Antrag auf Haftentlassung. Professor Rasch vom Institut für Forensische Psychiatrie der Freien Universität Berlin wurde von der Justizbehörde beauftragt, ein Gutachten anzufertigen. Darin heißt es, bei Hoppe liegt Haftunfähigkeit vor, da der weitere Vollzug der Strafhaft sowohl unter den Bedingungen des Regelvollzugs wie auch eines Gefängniskrankenhauses die besorgnisnahe Lebensgefahr begründen würde.
Professor Rasch sagt, auch Zurückverlegung in den Strafvollzug unter Krankenhausbedingungen sei ausgeschlossen bei diesem Zustand. Ja, das ist gemünzt auf das Krankenhaus, das wir im Strafvollzug haben. Nur bei einem kranken Strafgefangenen geschieht Folgendes. Er wird zunächst mal entweder versorgt in der Strafanstalt. Ist das nicht möglich, kommt er in das Krankenhaus, das wir in einer Strafanstalt, nämlich bei unserem Untersuchungsgefängnis, haben. Reichen auch die Möglichkeiten dieses Krankenhauses nicht aus, dann kommt er in ein allgemeines Krankenhaus. Das ist alles noch Strafvollzug, auch der Aufenthalt im allgemeinen Krankenhaus. Das ergibt sich aus dem Gesetz und dies ist zurzeit die Situation von Herrn Hoppe. Er ist also im allgemeinen Krankenhaus im Strafvollzug. Ja, aber wie soll es weitergehen? Das Altenaue Krankenhaus kann ihn nicht auf die Dauer behalten. Das ist ja ein unzumutbarer Zustand für das Krankenhaus. Was heißt in diesem Zusammenhang unzumutbar? Alles, was zu tun ist, ergibt sich zwingend und zwangsläufig aus gesetzlichen Regelungen. Herr Hoppe ist Strafgefangener. Ein Strafgefangener verbüßt seine Strafe. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, dass er aus Rechtsgründen entlassen werden muss, wenn die Strafe noch nicht voll verbüßt ist. Und das ist, wenn es nicht einmal in einem allgemeinen Krankenhaus eine Vollzugsmöglichkeit gibt. Solange es die gibt, haben wir gar keine Option. Müssen Sie nicht bei einer Entscheidung über die Haftentlassung abwägen, das konkret gefährdete Leben von Werner Hoppe und das potenziell gefährdete Leben der Bürger? Ja. Bei jeder dieser Entscheidungen ist die Abwägung geboten zwischen der Art der Gefährdung. Ob das Leben von Herrn Hoppe konkret gefährdet ist, vermag ich allerdings hier im Sessel oder an meinem Schreibtisch nicht zu beurteilen. Da bin ich auf das Votum von Ärzten angewiesen. Ich habe zwei Voten, beide, nicht nur Herr Dr. Rasch, sondern auch der behandelnde Arzt, Herr Professor Meyer, der immerhin eine der Kapazitäten ist, sagen mir, die in Ihrer Frage behauptete konkrete Gefährdung liegt zurzeit nicht vor. Es ist Strafvollzug im Krankenhaus möglich. Aber müssen Sie nicht diese Güterabwägung machen? Ja, selbstverständlich. Und die mache ich auch. Solange ohne irgendeine konkrete Gefährdung von Herrn Hoppe Strafvollzug im Krankenhaus möglich ist, findet der statt. Aber es heißt doch auch, dass die Zurückverlegung auch unter Krankenhausbedingungen eine Lebensgefahr beinhalten würde. Per Stand Gutachten, ausdrücklich, mündlich und schriftlich ergänzt von Herrn Rasch, dass er nicht auszuschließen vermag, dass sich der Gesundheitszustand soweit festigt, dass auch unter Bedingungen einer Strafanstalt Strafvollzug möglich ist. Aber dies müssen wir abwarten. So ist es bei Krankheiten. Man muss zunächst auf die Gesundung warten. Filmen durften wir Werner Hoppe im Krankenhaus nicht. Man wollte wohl vermeiden, dass sein erschreckendes Aussehen die Diskussion um die Isolationshaft wieder aufleben lässt. Immerhin erkannte auch der Gutachter, dass der körperliche und seelische Verfall von Werner Hoppe nicht zuletzt auf die Haft zurückzuführen ist. Es gibt für politisch motivierte Gefangene keine Möglichkeit, menschliche Haft in der Bundesrepublik zu ermöglichen. Es gibt für Werner Hoppe nur die Möglichkeit der Haftentlassung, weil er nur dann die Gewissheit haben kann, dass er als Person und als Individuum, so wie er möchte, überleben kann. Werner Hoppe hat wie jeder andere Staatsbürger hier in der Bundesrepublik das Grundrecht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit. Dazu gehört auch, dass er das denken kann, was er will, und dass er trotz seiner politischen Meinung, die gegen diese Gesellschaft gerichtet ist, auch das Recht auf Leben und Überleben hat. Und wenn dies nur gewährleistet werden kann durch Entlassung, muss Werner Hoppe entlassen werden. Man muss sich natürlich für das Leben entscheiden. Man muss aber gleichzeitig die Prognose stellen, was wird, wenn man ihn entlässt. Wenn dadurch andere Menschen gefährdet würden, dann würde ich meinen, sieht die Sache genauso aus wie bei einem Amokläufer, von dem Sie wissen, dass Sie, wenn Sie ihn entlassen, dass er sofort wieder Amok laufen wird. Ist das zu befürchten? Besteht auch nicht die Möglichkeit, durch polizeiliche Observation das zu verhindern? Dann würde ich meinen, muss, wenn Sie so abwägen, Leben unschuldiger Bürger und eigenes Leben des Inhaftierten, dann würde ich meinen, muss, ist das minder wertvolle Rechtsgut das Leben des Inhaftierten, weil es mit anderen Leben rivalisiert.
Mit dieser Abwägung will sich der Schriftsteller Christian Geißler nicht abfinden. Einst holte er Hoppe aus der Drogenszene, jetzt kämpft er um das Leben seines 29-jährigen Freundes. Wir müssen uns klar darüber werden, ob das Leben, das physische Leben von Werner Hoppe jetzt noch eine Chance hat gegenüber dem Anspruch des Staates. Und das Leben, ich sehe ihn jede Woche, ist in einem Maße gefährdet, physisch gefährdet, wie ich es noch nie bei jemandem gesehen habe. Er wiegt etwas über 48 Kilo, schwankt körperlich, ganz elend, also in einem Maße elend, wie ich es nur als junger Mensch auf Bildern gesehen habe, auch in Häftlingen, in Konzentrationslagern. Und da interessiert mich jetzt nur noch die Frage, wie können wir es machen, dass Werner Hoppe lebendig rauskommt. Und an der Frage entscheidet sich im Grunde auch die andere. Ein Mensch, der tot ist, der kann sich auch nicht mehr verändern in seinem Denken, in seinen Entschlüssen, in seinen Maßstäben. Er kann sich nur verändern, solange er lebt. Wenn also zum Beispiel Resozialisierung, die ja auf Veränderung eines Menschen hinaus will, wenn die wirklich ernst gemeint ist in Bezug auf Werner Hoppe, dann muss man ihn leben lassen, damit überhaupt eine Chance besteht, dass er sein Denken verändernd entwickelt. Sobald er tot ist, ist nichts mehr zu machen. Und ich will also mich und bemühe mich auch als Haftbetreuer, der ich ja nun merkwürdigerweise geworden bin, darum, dass er lebendig kommt. Das ist mein Problem und meine Absicht bei der ganzen Sache. Und wie werden Sie damit fertig, dass er dann eventuell jemand anders tötet? Entschuldigung, ich finde das angesichts eines Sterbenden eine Unverschämtheit, das zu überlegen. Wenn er tot ist, dann sind Sie sicher, dass er keinen mehr töten wird. Ja gut.